Jo, und somit herzlich willkommen in Lego Jurassic World. Ja, Gary sitzt gerade neben mir. Wir beide nehmen es auf. Mit einem Mikrofon wird ein bisschen... Oh, Pompi. Pompis. Schön. Auf jeden Fall, ich weiß ja nicht, wie es jetzt klingt und so weiter. Ich hoffe, es klingt gut, aber ja, lasst einfach mal eintauchen. Die Musik ist übrigens aus wegen Copyright. Oh, jetzt hören wir wieder nichts mehr. Jetzt ist nichts da, aber ich habe mir Musik untergespielt. Also Musik ist nicht da wegen Copyright und so weiter, aber wir haben Bock drauf. Wir spielen zu zweit und ja, let's go. Das wird lustig. Das wird lustig. Warte, es geht los. Der Zug fährt. Okay, gut. Okay. Ein Schwein? Ach so. Da, Blue. War wirklich auf dem Moped. Okay, also. Wir legen jetzt los mit Lego Jurassic World. Unser erstes Lego-Spiel. Ja, tatsächlich schon. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal irgendeins gespielt habe. Und ja, wie gesagt, Eric! Henry? Eric? Hi. Eric! Eric! Robert, ich komme! Das ist keine gute Idee. Genau, ist keine gute Idee? Ja, aus dem dritten Teil. Eric! Ja, keine Ahnung, gehen wir auch noch rein. So, Leute, also, leeres Spiel. Wie gesagt, das allererste Mal. Und ja, gehen wir rein. Wir versuchen bei der Story ruhig zu sein. Also, ja, hoffen wir einfach mal, dass... Oh, es ist 1.27 Uhr da oben. Oh, sorry, ich bin gegen Mikrofon gekommen. Sorry, okay, los. Das ist der T-Rex. Ein bisschen talken können wir ja, wenn nichts gesagt wird, ne? Aha. Das bin ich mit der Wurst auf jeden Fall. Alles klar. Hast du den da oben gesehen? Ja. Elektroschocker auf volle Kraft. So, okay. Raptorentransport. Moin. Moin. Geil. Ach, die wollten ihn da reinstecken. Man hat im ersten Teil so wenig gesehen, dass man gar nicht gesehen hat, dass sie ihn da in dein Gehege reinstecken wollten. Das war auch beim ersten Teil, es war gleich Ende. Wie heiße ich denn hier? Ich bin Jäger. Euphorie Brown. Guck mal, ich bin der mit der Warte, der Dude hat geredet. Ich drück X. Ach, X war... Hallöchen, ich bin's, Mr. DNS. Ja. Und ich kann dir helfen. Ja. Willkommen. Guck mal, der... Ey! Wo ist er? Warte, hier. Ich bring ihn um. Der ist Eis. Wie kann man denn schießen? Warte mal. Warte, es ist auf Viereck. Ich kann nicht schießen auf Viereck. Ah, doch, hier. Ja gut, lassen wir ein Eis essen. Schieß sie kaputt. Nee. Gibt's hier irgendwie eine Steuerung, Erklärung, irgendwas? Ich mach hier hinten schon mal alles kaputt. Ja, mach das. Also, wir müssen. Hier, guck mal, ich hab einen Gabelstapler. Ich weiß zwar nicht, was ich damit mache. Ich kann da rein. Robert Muldorn, so heiße ich. Robert. Ah, Zucker. Ich mach hier alles kaputt. Guck mal hier. Alter, ey, ganz ehrlich, das Spiel ist kompliziert. Wie steuere ich das Ding? Wo willst du denn damit hinfahren? Warte, wir müssen den Gabelstapler. Pass auf. Aber wie fahre ich damit? Guck mal, ich fahre damit, aber... Oh, Gary! Warte, geh doch mal aus dem Weg. komm, steig mal mit ein. Auf Dreieck musst du drücken. Ja, sehr schön, Gary. Hier, jetzt hast du Platz, Mensch. Ja, kommst du her? Hier, kommst ran hier. Da, ran da. Oh, sorry. Ach, guck mal, müssen wir vielleicht das hier benutzen? Oh! Hilfe! Was müssen wir tun? Hier, Manu! Müssen wir da raus? Hier, Elektroschocker, stimmt. Volle Elektrokraft für raus, hat er gesagt. Jetzt stell ich mal... Ah, guck mal, hier, Leute, wir sind Profis. Das ist mir doch immer wieder ein Vergnügen. Ah! Und daraus können wir jetzt B gedrückt halten? Ah, guck mal, Gary, ich bin Bauarbeiter. Benutzt den Schockstab, um ihn anzuwerfen. Brauchst du etwas Hilfe? Kein Problem. Was, verwende einen Generator? Ja. Dafür bist du zuständig. Okay, ich bin okay. Und Y, um Spielrad aufzurufen. Okay, das habe ich ja vorhin kennengelernt. Das ist so. Ja, lade auf. Welche Taste? Die Kreis! Kreis hast du doch nie. Xbox-Controller? Nein! Pass auf, der explodiert gleich.
Ah. Oh, warte. Ach ja, was ja. immer du tust, versuch niemals, diese Teile mit der Zunge zu berühren. Ja, als ob du mit der Zunge rangehen sollst. Warum spricht das so komisch? Ach, das ist so komisch. Stimmt. So, pass auf, ich krieg... Ich hab was in der Hand. Mit der Zunge kaputt gemacht. Bis die wieder läuft, bewegt sich dieser Raptor nicht. Oh, musst du vielleicht hierher zu mir? Ja, ja, kann möglich sein. Du bist rechts, oder? Ja. Ich habe etwas in meiner Hand. Ich komme gleich. Es dauert ein bisschen. Ich kann nicht rennen. Machst du das wieder? Nee, ich stehe hier. Ich habe eine... Nee. Oh, ach. Ja, du musst das machen. Ich bin der, der hier guckt, was er zu tun hat. Okay, du hast... Ah. Ja, ja, mach du mal. Ich guck, was ich mit dieser Platte hier machen soll. Raptor, halt die Guschen. Wir gehen jetzt einfach weiter. Aber was muss ich denn hier machen? Ah, hier, guck mal. Ich habe etwas blau, eine blaue Spur gefunden. Die führt mich hier lang. Die führt mich hier hin. Ich kletter. Es ist ein Schatz. Wie funktioniert diese Schalttafel noch? Es war ein Schatz. Wie viel hast du denn da gekriegt, Mensch? I don't know. Jetzt guck mal, wie viel hast du denn schon? Ich klaue mir alles. Ich mache alles kaputt. Ja, da glaubst du nur du. So, pass auf, wir müssen jetzt hier hin. Wo ist das nächste Ding? Ah, hier, versteckt. Ja, ja, mach das kurz. Verwende ein Gewehr wie das Dings und den Lego zielen und X mit Hilfe von X und X. Ja, ja. Gary, komm runter hier. Nasch, hopp. Wir müssen den Raptor jetzt mal Manieren beibringen. Können wir da eigentlich rauf? Nee, können wir nicht. Alter, das ist ja komplizierter als jedes andere Spiel, Junge. Hier weiß man gar nicht, was man machen muss. Okay, das musst du machen, bitte. Ich kann da nicht rein. Ich kann da nicht. Kollege, lass mich doch mal. Geh doch mal. Ich schub den weg. Meine Fresse, Alter. Guck dich an. Ja, was will der? Lass mal kurz einmal herumgehen. Okay. Komm, wir gucken mal. So, hallo Kollege, wie geht's dir stets? Dürfen wir da rein? Oh, Gary, ich sterbe wegen dir. Ich sag's dir, ich kann Frische. Nee, warte mal, was ist das? Das sieht weird aus. Ich kann sie nicht töten, sonst hätte ich sie jetzt mitgenommen. Ja, ja, aber wir müssen jetzt unbedingt gucken. Mr. DNA kann uns weiter... Oh, hier. Hier ist noch ein Gehege. Warte mal, hier können wir, glaube ich, gucken, oder? Oh, das war ich nicht. Guck mal, kannst du hier rangehen? Was hat der denn? Ja, machen wir das ganze Ding hier kaputt. Ja, siehst du, man kann sogar die Pflanzen kaputt machen. Ja, und hier ist ein Jurassic Park-Zeichen. Who is that? War ich das? Das bin doch ich. Nur ohne Mütze. Hm. Da oben, oder? Ist da oben, es kann sein, es kann sein. Oh, Gary! Oh mein Gott! Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ah, jetzt haben wir den Weg freigeschaltet. Okay, schiebe Trupp an die Arbeit. Ey, ich will die Punkte haben. Keine Panik! Keine Panik! Hör auf zu reden, lass mich die Punkte einsammeln. Glaub mir, ich bin zuerst da. Nee? Hä? Ich durfte mich nicht bewegen! Wow. So, warte, aber hier jetzt. Keine Angst, ich weiß. Lauf einfach gegen schwere Lego-Gegenstände, um sie auf dem Schachbrett entlang zu schieben. Ja, mache ich. Und Gary, geh. Ich bin stärker als du. Süß. Oh, was? Alter. Schieben. Glaubst du, ich werde jetzt getötet, oder du? Nee, warte. Du? Bin ich nicht der, der seine Hand verliert? Nein, du bist doch der Jäger, der sagt clever girl. Kann noch mal jemand den Sicherheitscode eingeben? Sicherheitscode? Ja, ja, ich komm schon, Kollege, ich komm schon. Gary, glaub mir, du kennst den Code nicht. 1, 2, 3 ist es. Hochrangige Engine-Angestellte, wie zum Beispiel ich, können Zugangsschalter wie diesen verwenden. Druck die angezeigten Tasten in die richtige Reihenfolge, um den Code... Oh Gott. Geh dann mal ran da. Ja, no problem. Hä? Ich hab's jetzt schon vergessen. Hoch, runter, links. Hoch, runter, links. Hey. Ah! Joffrey, zieh das Tor hoch! Ja, ja. Oh, Joffrey, bin das nicht. Ich bin das, ich bin das. Ja, ja, mach ruhig, mach ruhig. Ach, viel Spaß beim Sterben! Ja, jetzt will ich mal gucken. Na, guck mal, du, deine Buddy. Ey, warum krieg ich dich? Oh Gott. Nein, es geht mir an den Kragen. Warum esse ich auch eine Wurst? Hey, man hat sein Gesicht gesehen. Helft ihm! Alter, wie sie ihn schlagen! Erschießt ihn! Du
wollen ihn erschießen. Erschießt ihn! No, die Wurst. Ich meine Wurst. Ah, endlich geht's los. Eine Wurst. Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Was sind wirklich die echten Stimmen, ey? Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Ja, vielleicht. Warte, ich und du sind das, passt ja. Ja, wenn ich die Frau bin, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, ich bin der Mann. Ja, ich bin es. Ja. Oh ja, ich Gary. Ja. Ich bin hier nur. Warte. Oh. Oh. Wir speichern. Ja, ja. Ja, ja. Oh, was ist das da oben? Das wir müssen drei. Lass uns mal zusammengehen am besten. Ha? Kommst du mit? Wieso? So. Ich wollte ihn gerade töten. Du auch nicht, auch. Ja, irgendeine Kultur besaßen, geschweige denn ein Währungssystem. Gut gemacht. Hier rechts hier lang. Sag mir doch nochmal. Ah, hier bestimmt, oder? Oh, guck mal, wie hoch ich springen kann. Ich bin Spider-Man. Wie machst du das? Ah, kann ich. Hey, du kannst wirklich höher springen als ich. Fake. Verwende eine Schaufel wie die, die ich besitze, um an Orten wie diesen zu graben. Gary, geh weg hier. Du kannst das einfach nicht. Ganz vorsichtig. Grab weiter. Hey. So, zusammenbauen. Und was ist es? Ein Velociraptor. Ein Stego. Perfekt. Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens sehr gut. Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Wie bist du darauf gekommen? Gesprungen. Hä? Haha, nur ich kann da hoch. Nein, jetzt. Was hab ich? Ich hab gerade ein Salto gemacht. Versuch mal rauf. Ja, ja, ich. Wie machst du das? Ja, ich kann höher springen als du. Aua. Hey, jetzt for real, wie machst du das? Ja, natürlich, ich wiege einfach zu viel, oder was? Jetzt sagen, dass ich fett bin. Komm hoch hier, los. Ja, hier. Dann ist das wirklich, weil wir zu zweit spielen. Deswegen ist das so. Gut, hier ist ein Huhn. Ist das Teil festgeschraubt? Hat? Ah, nice. Beweg dich. Was ist das? Ja, Gary, kümmere dich drum. Du passt das schon. Ich gönne mir auch mal ein paar Punkte. So, die erstmal. Das erstmal. Nice. Alles, ich hol langsam auf. Ach, ich muss das wieder machen. Ja, du musst es wieder machen, genau. Weil du es nicht kannst, ach so. Bin doch ganz vorsichtig. Ich darf wieder draufspringen. Ja, ich baue es zusammen, kein Problem, Kollege. Du kriegst das schon hin. Ja, mache ich, natürlich, easy peasy. Und du bist die wieder drauf. Ah, spring rauf. Warte, soll ich machen? Noch ein, ja genau, sehr schön. Genau, du packst es, spring rüber. Du musst springen. Ah, ja. Springen darüber in Höhle und spring rüber. Versuchen wir es nochmal. Ja, ich versuche. Ich baue schon mal hier zusammen, ja? Ja, ja. Du machst das schon. Gut, was habe ich hier gemacht? R2-D2. Ja, du schaffst es. Hey, Gelli hat es geschafft. Einmal klatschen an Geraldine, sie hat es geschafft. Hier lang. Jetzt müssen wir wieder zurück. Hier sind wir ja fertig. Bestimmt da oben lang. Vielleicht. Ey, aber ohne Musik ist komisch. Ich muss Musik einbauen, ey. Scharfe Gegenstände wie zum Beispiel eine Kralle können Lego, Seile und Liane durchtrennen. No problem. Okay. Hast du eine? Nee. Trenn mal das. Ach, wir müssen erstmal eine finden, wa? Oh, hier ist was für mich. Ja, mach ruhig. Wir müssen das kurz suchen. Wir trennen uns ganz kurz, ja? Weil irgendwas muss hier sein. Vielleicht finden wir irgendwie eine Kralle oder so. Wir machen alles kaputt. Ich weiß, wo die Kralle. Was ist das jetzt? Ein Auto! Nee, oder? Was ist das? Eine Waschmaschine? eine Drehdings da? Staubsauger? Gary, hol die Kralle raus. Oh, sorry. Das ist ja Arbeit für dich hier, nicht für mich. Was? Na los? Hallo, warte, ganz kurz. Los, Dr. Brand. Fahr mal, drück mal Y. Dreieck. Kannst du mitfahren? Kannst du wirklich schön fahren? Kannst du gar alles Punkte kriegen? Nee, ich kann nicht fahren. Oder? Ja, siehst du, funktioniert doch. Ja, ciao. Ja. Du musst aber springen. Oder ich mach das. Was mache ich denn? 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. 16 cm? Autsch. Ich habe eine Waffe. Super, das soll man natürlich nicht machen. Aber gut. Dr. Grant, Dr. Ja. Sattler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Okay. Ich hasse Computer. Ich nicht. Darf gegenseitig. Hey! Du weißt, ich kann sterben.
Ah, ich glaube, du musst hochgehen und ich muss den Seil durchtrennen. Oder du stellst dich unter dieses Ding dahin und ich trenne. Nee. Wir versuchen das. Aber ich hier lang. Genau, spring drauf. Ich glaube, du musst wirklich nach oben. Ey, warte, hier ist sowas. Nee, Staubsauger. Gut. Ja, du machst das da oben, ja? Ja. Ich mach das. So, Gary, ich mach. Ich kapp das Ding jetzt. Hier gibt's wieder was zusammenbauen. Ich guck gleich mal. Ach, das könnte ich zusammenbauen. Ja, mach. Ich drück die ganze Zeit. Ach ja, Leute, falls man Gary nicht hören kann, dann ist es, weil sie manchmal ein bisschen weiter weg ist. Aber ist nicht schlimm. Meine Stimme ist zärtlicher. Ihre Stimme ist zärtlicher als meine. So circa. Guck mal, ich hätte dir hier eine Leiter gebaut. Aber nein, du sollst hier. Ist da denn drüben irgendwas? Gucke. Ja, gucke. Warte, dann komme ich zu dir. Ich will doch nicht alles alleine hier machen. Wait a minute, ich komme. Ach, du klaust doch mir eh die Punkte verschwinden? Aber wichtig, ey Leute, für was sind die Punkte eigentlich gut? Falls ihr es wisst, schreibt mal unten in die Kommentare, weil... Ja, ich habe keine Ahnung, um was es... Also, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich spiele das jetzt zum ersten Mal und Gary auch. Und deswegen halt, wir sind Noobs, wenn es darum geht, Lego-Spiele zu spielen. Aber, ne? Aber ist auf jeden Fall, ist recht funny bis jetzt. Und es geht noch nicht mal richtig los. Also von daher bin ich gespannt, was noch passieren wird. Wir müssen hier hoch. Hier lang. Genau. Ich weiß ja, Orientierung ist manchmal nicht dein Fall, aber... Ja, nee, ich will gucken, ob da noch was ist. Ach so. Ja, weil gut. Da mein Charakter abgebildet war, aber alles gut. Warte, sollen wir alle... Ach, scheiß auf die Punkte. Brauchen wir nicht. Hier geht's weiter. Und nachher sind die überlebenswichtig. Tschüss. Nein, ich glaube nicht. Okay, nee, da jetzt kannst du. Weiß ich, was das Problem ist. Es braucht zwei Räder, nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Hast gesehen, die hat einen Plan gehabt wie... da drin ist ein Monster. Oder er hat einfach nur Angst. Okay, noch mal rein. Eine Spinne? Nein. Alter, hast du Probleme? Guck mal, bei mir ist nur... Und bei dir ist... Als ob du übelste Panik schiebst. Aber ich bin ängstlich, nichts. Lass mich. Ja, aber da war doch gar nichts. Hör auf. Man schlägt sich nicht in eine Beziehung hier. So, wir müssen das jetzt zusammenbauen. Bedeutet, hier, guck mal, hier vorne ist auch noch was. Warte mal, müssen wir vielleicht so... Nee, draufspringen bringt nichts. Bitte müssen wir mal... Hier! Kaputt machen. Siehst du, ich habe ein Rad gefunden, Gary. Los, an die Arbeit, hopp, hopp. Ein Rad, okay. Guck weiter. Wir brauchen noch einen. Das bedeutet, wir müssen irgendwas kaputt machen. Jetzt sollte es nicht mehr zur Seite kippen und nur im... Hey. Red mal ein bisschen lauter! Wir haben dich nicht verstanden. Warte mal, können wir hier in die Räuberleiter oder so? Ja, hier, mit Hilfe einer Ich mach das, Gary, ich mach das. Okay. Gehen Sie mal bitte beiseite. Bitteschön. Ich hab sie ja gefunden, wa? Kein Wunder, war klar. So, Miss. Wir haben das letzte Teil gefunden, was auch immer das sein soll. Ach, es hat schon ein Rad. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Er jagt den Radarstrahl in den Boden und ja, pass auf. Hi! Gary! Aua! Ey, gib mir mal ein paar Punkte. Ich brauch ein bisschen. Ey, sammle alles ein. Ich hol... Ah! Hier, sammel du alles ein und ich... Kacke ich das raus oder so? Nee. Kacke ich das raus? Ja, es sah so komisch aus. Als ob das Gerät alles so aus... Geh mal aus dem Weg, Gary. Ich brauche ein bisschen Platz. Das glaube ich doch nicht. Alfred, gönnt nicht. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Truthahn? Kenne ich auch. Mit Schwanz. Hey! Dr. Malcolm... Ist er doch, ne? Dr. Nein. Ian... Nee, wie heißt der nochmal? Ich kenne die Namen nicht so wirklich. Wie hieß der alte Mann nochmal? Ich komme auch gerade nicht auf seinen Namen. Es ist so peinlich, wie die Filme wieder. Du kennst doch den Mann da. Chat, wie heißt der nochmal? Ey, das ist... Ich schäme mich gerade, dass ich das nicht weiß. Ich schäme mich wirklich, dass ich... Warte, hier vorne noch. Hier hoch. Ist hier hoch? Ja, warte. Ey, Gary, wir wollen doch nicht alles zu viel machen. Aua. Ja, sorry. Hast du mich geschlagen, Mann? Gary, komm mal hierher. Ey, Leute, pass auf. Die Folge ging schon so lange. Deswegen war es das... Oh, du bist gleich tot. Schlägst mich nochmal, schlag ich dich. Guck mal hier, kein Spagat. Ja. Ja, Leute, also, das war's erstmal von der ersten Folge Lego Jurassic World. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bringe sie noch kurz um. Wow, was war das denn? Hui. Wo ist jetzt meine verdammte Kralle, wenn ich sie nicht... Ich bin ein wundervoller Delfin. Du klaust mir meine ganzen Punkte, ne? Hui.